Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo. Weiter geht's bei Fawn Enchantress Elementary Heroes. Ich hab vergessen zu speichern. Wo waren wir letztens? Wir haben Arthurstone gekauft, gebaut. Nicht gekauft, gebaut. Eigenhändig. Diese schöne, tolle Stadt. Hua. Nett. Auch schön, so ein bisschen rein zu scrollen. Schauen zwar alle so aus wie Zombies. Ah, wer weiß. Wer weiß. Wer weiß, ob das nicht auch Zombies sind. Was gibt's? Was wollten wir machen? Wir wollten... Da was verbinden, gell? Pioniere, okay, die sind eh gerade am Fertigstellen. Passt. Da sind es noch zwei Armeen. Und ein paar Spinnen kommen auf uns zu. Na dann, perfekt. Dann machen wir mal die alle. Überleg grad, ob Seth im Nahkampf so intelligent ist. Ich werde vielleicht meinen Lightning Bolt schießen. Das ist ähnlich wie ein Läufer quasi bei Schach. Der kann... der kann bis da nach hinten Lightnings verschießen. Halt alles in einer Reihe. Ist echt nett. Backe. Zack. Keine Chance für die kleinen Spinnen. Du bleibst aber vielleicht mal sicherheitshalber hier. Ja. Zack. Passt. Baku ist super. Okay, die greifen Baku an. Sehr schön. Counter-Attack. Komm, der nächste, bitte. Ja, nochmal, komm. Zack. Und Baku. Lasst ja vielleicht mal endlich meine Annie in Ruhe. Das geschieht euch recht. Und die Mages werden die Spinne fertig machen. Nice. Level up für Seth. Stufe 6. Wow. Victims Attack Closer. Okay. Okay, auch nicht schlecht. Das ist einfach die... Der Angriff wird besser. Transferieren von Lebenspunkten, das ist auch nicht schlecht. Oder wir gehen halt da mal wirklich in diese Lower Dingsbums, aber da kann man noch nicht viel drunter vorstellen. Machen wir jetzt mal das Death Magic. Das ist Kark. Also das ist unser. Yeah. Gut, was... Ich meine, vielleicht kann der auch was. 9 und 5 und 15, aber ich glaube, der wird nicht viel... 18, 18, 15... Nee, du, 24... 12 Attack, okay. Die sind wohl am miesesten. Die haben immer eine gute Defense. Aber... Stimmt, die haben eine gute Defense. Gemeinsam mit den X-Men und halt dem Boss. Aber die haben nicht so gute Attack-Werte. Dann würde ich mal sagen, raus mit euch. Beim nächsten Turn. Ja, ja. Ja, ja. Plus 1 zu Army Size. Okay, dann brauchen wir doch niemanden rausnehmen. Dann hat sich das gerade gut ergeben. Dann könnten wir bei Warfare da mal in die Richtung gehen. Richtung Army Size. Warg Riding. Mhm. Oder Longbows, Crossbows, Crossman Bows. Wir brauchen das hier. Oder das hier. Battle Axe. Mace. Richtung Bogen. Ja, gehen wir daher. Richtung Magiezeugs. Das trifft sich ja gut mit unserem Seth.
stellen uns wieder daher. Und wir kommen zurück. Zurück. Und bald gibt es das große Treffen. Bald haben wir eine größere Armee. Da können wir übrigens ja auch schon wen neuen dazugeben. Was macht man da? Wen geben wir da dazu? Train, build, build, train, 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 train. Get a train, train, train. Karavox, irgendwas. Was haben denn die Nettes? Attack 9, Defense 13. 12, 10. 2, Initiative haben die viel mehr. Hitpoints haben sie dafür weniger. Attack 9, 2, 6, 9, 7. 8, 12. 12 ist halt schon gut. Also diese Unfalling Legion, die sind schon der Hammer. Haben halt davor relativ wenig Hitpoints. Du, ich möchte... Die möchte ich fast noch einmal bilden. Oder wir warten noch, bis wir neue Kristalle kriegen. Nee. Machen wir das jetzt. Train. Dann, okay. Archers. Kommt da mal her. Ihr, ja, ich traue mich jetzt nicht anzugreifen, diese fetten Spinnen da. Das sind halt zu viele, das sind halt zu viele Spinnen. Mann, 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 alle 24 Schaden, 16 Schaden. Schluck. Ich werde mal da in die Richtung laufen. Da gab es ja auch das eine oder andere zu tun. Auch andere Mütter haben schöne Gegner. Oder so. Die Pioniere da hinten werden jetzt mal... In welche Richtung geht's denn da noch? Was kann man da noch Großartiges haben? Shatroller. Okay, auch nicht schlecht. Aber erstmal gefällt mir das hier ganz gut. Ah, da brauche ich mich daher. Outpost. Tschack. Nett. Habt ihr das gerade gesehen? Dank des Außenposten hier haben wir unsere beiden Städte miteinander verbunden. Das müsste doch gleich einen ordentlichen Push geben. Und jetzt können wir hier endlich Kristalle abbauen. Haben da eine durchgängige Straße. Das hätte ich vielleicht doch noch weiter drüben bauen können. Na, was weiß man. Und den könnten wir sogar noch upgraden. Naja, lassen wir das erstmal so. Dabei brauchen wir es ja nicht. Das ist halt die Frage. Irgendwas, was noch in der Nähe von uns ist, wo wir noch keinen Einfluss haben? Wild Horses zum Beispiel. Oder das Air Shield. Da könnten wir uns natürlich auch nochmal hinbauen. Und das hier alles bewohnen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und was ich auf jeden Fall brauche, ist Todesmagie. Es ist die Frage, wo da der nächste Todesmagie-Schrein ist. Iron Lord, irgendwo war der doch. Trollar, okay, nee. Iron Lord, prinzipiell auch nicht zu vergessen, auch nicht verkehrt. Death Shard. Da hinten. Ja, wäre auch eine Idee, dass wir uns daher bauen. Und dann den irgendwann unter Kontrolle kriegen. Machen wir das. Build.
Oder Train in dem Fall. Pioniere, das dauert ein bisschen länger. Ganz hinten. Monument, Merchant. Nee, nee. Warum alles nicht? Naja, egal. Kann man das nicht weiter nach vorbringen? Weiter nach vor geht's wohl nicht. Oder erstmal nicht. Okay. Egal. Egal. Seth's Army macht sich auf den Weg zurück. Dann geht's dem Troll hier an die Gurgel. Attack 33. Der wird stark werden. Aber wir sind auch stark. Wir probieren das jetzt einfach mal. Was soll's? Und hier die Archers. Genau, hier kommt die Happy Reunion. Große Armee. Und dann schnappen wir uns mal den Schatz da. Er hier. Was macht er? Ihn kann ich im Grunde zurücklaufen lassen. Oder er wartet auch, bis die Armee alles komplett ist, aber das wird wohl länger dauern. Na, dann lauft er mal zurück. Und hier wird jetzt gekämpft. Wumps. Annie. Das ist natürlich super, dass Annie ganz vorne steht. Da werden wir gleich mal versuchen. Was hat denn der für Resistance? Spare Resist 28. Das ist schon ganz schön viel. Das heißt, dem wird das nicht viel anhaben, wenn wir jetzt not enough Mana. Verdammt. Aber gut, wir kriegen wieder Mana, dann sollte sich's ausgehen für den nächsten Spell. Dann, was macht denn der? Dann bleibt er erstmal da. In der zweiten Reihe. Braco, komm mal her. Gib ihm erstmal eine. Annie. Ja, du gehst drauf im nächsten Zug. Zurück mit dir. Archer. Daher. Und Fortify. Ihr seid schon richtig da. Ihr könnt es gleich so bleiben. Hoppala. Vielleicht auch doch nicht. Jetzt lauft er noch durch. Dann stellt euch mal da her und fortifies. Oh Gott, sind die stark. Angriff. Ich bin endlich Mana 20 haben. Da! Die werden das sicher resisten. Das wird auch sicher resisten und das wahrscheinlich genauso. Das gibt's ja nicht. Ich möchte irgendwas machen, was er nicht resisten kann. Vielleicht das hier? Ja. Achso. Verteidigung verloren. Passt. Attacke. Yes! Crit Chance. Huhuhu. Nett. Congratulations! Yes, sir! I can boogie! Gibt uns Fame und einen Ring! Lightning Attack, das ist perfekt! Achso, wieso kann ich das nicht... Achso, requires Level 6, okay. Passt. Aber behaltet sich den einmal auf jeden Fall. Deadly Army, die haben sich auch irgendwie mit allem möglichen zusammengeschlossen, was sie so auf dem Weg gefunden haben. Mit den Scavs, cool. Die können uns doch nichts anhaben. Naja, ich will es nicht rausfinden.
Laufen wir mal weiter zurück in die Stadt. Irgendwie haben wir was gefunden. Okay. Passt soweit. Achso, hier genau. Ja, da war was. Gut, und wohin weiter? Laufen wir mal da so auf der anderen Seite herum. Scarf ist under attack. Mist. Ja gut, das haben wir wohl verloren. Wir können Battle machen, aber das wird nicht viel bringen. George, der weicht ihn aus. Geil. Scarf, du bist ja geil. Geil. 13. Nice. Ah, immer klappt das nicht beim Ausweichen. Vor allem, es sind halt wirklich viele. Schade, schade, schade. Der ist gar nicht so blöd. Was hat denn der für Defense Hitpoints? Dodge. Initiative von 18. Accuracy von 77, das heißt, der trifft so gut wie immer. Feuer gefällt ihm halt so gar nicht. Aber jetzt machen die ihn fertig. Attack. Ja, jetzt ist vorbei. Schade. War wohl keine gute Idee, dann da zurückzuschicken. Schade. Nevermind. Das war's, glaube ich, für die Folge. Mit dem traurigen Ende. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann geht's den Gegnern richtig an den Kragen, denn da wollen wir Vergeltung haben. Für den bösen Kill. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.